Zu Anbeginn aller Zeiten herrschte auf der Erde eine große Stille. Es existierten kein Himmel und keine Sonne. Es gab weder Mond noch Sternenzelt, weder Tag noch Nacht. Überall war Ödnis. Die Erde war eine steinerne graue Kugel, das Feuer tief im Inneren verschlossen. Die Wasser lagen bewegungslos. Die Götter waren in einem langen Traum gefangen. Stumm saßen sie auf Steinen, wabernde Nebelschwaden umhüllten sie. Die Zeit zerfiel im gähnenden Nichts. Das Gestirn, das nach 9¾ Ewigkeiten die Bahn der Erde kreuzte, wäre fast vorbeigeflogen. Aber einer von ihnen sehnte sich wie kein anderer nach einer Veränderung in der ewigen Götterdämmerung. Er sah den mächtigen Lichtschweif herannahen und streckte seine Hand aus. Ihm war danach etwas mit dem Licht zu spielen. Doch es kam. Nun begann eine gewaltige Veränderung. Durch die Erschütterung geriet alles in Bewegung. Von den höchsten Berggipfeln bis in die tiefsten Tiefen des Urmeeres lösten sich die Formationen auf. Steine und Geröll stürzten den Göttern vor die Füße. Umspült von Wasserströmen stieg in ihnen die Lust auf Gestalt. Es begann ein großes Werk. Flüsse und Meere wurden über das steinerne Rund gegossen, welches sich alsbald mit Pflanzen und allerlei Getier belebte. Dabei wurde von den Göttern kaum bemerkt, dass sich unter dem Neubelebten nicht nur Vierbeiner, sondern auch ganz besondere Zweibeiner befanden. Sie befassten sich nun mit der Erschaffung des Himmels. Über ihnen wölbte sich eine Kuppel von einem leuchtenden, herrlichen Blau, Tage beschienen von der Sonne. Dieses Gewölbe schmückten sie mit fantastischen Gestirnen. Tag und Nacht waren nun die Himmelsfeuer sichtbar, um von den großen Taten der Götter zu künden. Der Göttervater Zeus setzte pompös einen wunderbaren goldenen Stern in den Zenit des Himmels. Gott der Meere ergoss sein Licht gleich einem Strom über den Himmel. Die Göttin der Jagd wusste genau, an welchen Plätzen im Himmel ihre Sterne leuchten sollten. Und sie traf jedes Mal genau ins Ziel. Als Athenes Gestirn seinen Platz im Himmel fand, leuchtete es hoch über allen, hell und klar, wie ihr Verstand. Und Aphrodite hatte für alle ein besonderes Funkeln zu vergeben. Hermes ließ es sich nicht nehmen, die Götter zu necken und selbst blitzschnell mit feurigen Schweifen in den Himmel zu fahren. Gut, dass der Sonnengott nicht auf die Idee kam, ihm das nachzumachen. Doch fand die Kurzweil ein jähes Ende, als der Kriegsgott an die Reihe kam. In kurzer Zeit erhitzte sich die Luft, das Gewölbe erglühte und drohte zu zerspringen. Dann waren sie müde. Auch Göttern geht einmal die Puste aus. Dass der Titan Prometheus vorschlug, den Menschen das Feuer zu bringen, hörten sie kaum. Und als er sich es nicht nehmen ließ, den Menschen heimlich das Feuer anzuvertrauen, wurde er an einen Felsen geschmiedet. Seinem Bruder, dem in Ungnade gefallenen Atlas, übertrugen sie es, das Himmelsgewölbe zu tragen. Da waren sie nun. Schwer ist es, ein Himmelsgewölbe zu tragen. Schwer auch, Tag und Nacht an ein Gebirge gekettet zu sein. Hermes, der Götterbote, wollte den beiden helfen. Stillstand war seine Sache nicht. Und so machte er einen Vorschlag. Jetzt, wo die Menschen mit dem Feuer erstaunliche Dinge geschaffen haben und die Welt mit geschäftigen Treiben erfüllen,
braucht es doch keinen Himmelsträger mehr. Und niemand muss mehr für seine Taten büßen. Das kam bei den Göttern nicht gut an. Wer sollte das sein? Diese Zweibeiner da unten im Dreck, kaum größer als Raupen oder Würmer, die sich mit dem Gebrauch des Feuers die Herrschaft über die Natur anmaßten. Gingen auf ihr Konto nicht all die Brände, die ganze Dörfer und Städte zerstörten? Ja, aber wisst ihr denn nicht, dass die Menschen nicht nur klug sind und aus den Gaben der Natur Unglaubliches zu machen verstehen, sondern dass sie euch auch aufs Höchste verehren? Dies schmeichelte den Göttern nun doch. Zudem waren sie wirklich etwas müde. Die Angelegenheiten wurden ihnen langsam lästig. Und so kam ihnen eine Idee. Sie schlugen eine Wette vor. Wenn er beweisen kann, dass die Menschen nicht nur mit dem Feuer zu spielen verstehen, sondern es dauerhaft für sich zu nutzen wissen, sollen sie es um der Götter ewigen Gnade behalten. Wenn sie dies nicht vermögen, soll sie das, was sie zuerst gewärmt hat, verbrennen. Nun kam es ganz auf Hermes an. Er war als einziger der Sprache der Menschen mächtig und damit nicht nur Bote, sondern auch Dolmetscher. Findig war er ebenso und wusste genau, wo er zu suchen hatte. Schau mal, ganz viele strahlende Augen am Himmel. Ja, mein liebes Kind. Die Sterne schauen auf uns und beschützen uns in der Nacht. Mama? Ja? Mama, warum gehen die Sterne nicht im Weltall verloren? Es sind so viele. Sie haben ihren genauen Platz am Himmelsgewölbe, mein Schatz. Hm. Und wie sind sie an den Himmel gekommen? Haben sie etwa Flügel? Nein. Die Götter haben sie an den Himmel gehangen. Was? Die Götter? Wie? Das verstehe ich nicht. Weißt du, als die Götter die Welt geschaffen haben, waren sie so stolz auf ihre Schöpfung, dass sie ein so großes Fest gefeiert haben, dass man es heute noch sehen kann. Und wer hält dann die Sonne am Himmel fest, damit sie nicht herunterfällt? Die Sonne wird in ihrer Bahn gelenkt, damit sie uns Licht und Wärme gibt, ohne uns zu verbrennen. Aber Mama, tut Feuer denn weh? Ja, aber nur wenn wir nicht aufpassen, mein Kind. Die Menschen können mit dem Feuer aber auch sehr schöne Dinge entstehen lassen. Aber Hermes schafft es nicht, sie zu überzeugen. Und wenn wir beweisen, dass die Menschen nicht nur nützen, sondern auch Götter gleich Schönes aus dem Feuer zu schaffen vermögen. Dass sie weit in den Himmel hinaus Sterne verschleudern können, ganz wie ihr zu Anbeginn der Zeit. Dass sie zwar nicht mit göttlicher Kraft, jedoch mit Erfindergabe und Klugheit aus der Tiefe der Erde Zutaten zu schöpfen und diese zu mischen verstehen, um anschließend herrliche Bilder an den Himmel zu zaubern, nur um der Schönheit eurer Schöpfung zu huldigen. Ja, wenn... Dann soll Atlas von seiner Aufgabe erlöst und das Himmelsgewölbe und die Welt mit allem, was darin ist, den Menschen überlassen sein. Wir werden ja sehen, was sie daraus machen. Auch mit dem Feuer? Auch mit dem Feuer. Na gut, los. Oh, gäb's doch Sterne, die nicht gleichen, wenn schon der Tag den Ost besäumt.
von solchen Sternen ohne Gleichen hat meine Seele oft geträumt. Von Sternen, die so milde blinken, dass dort das Auge landen mag, das müde wird vom Sonnentrinken. Sie müssen